77 von einem Gitarristen der Pudis, der grandios zwei Möwen, zwei Herzen parodieren kann. Bringst du das heute noch hin? Natürlich. Ja, wir wollen ja, dass ihr nochmal wiederkommt. Und wir werden es dann irgendwie, die Idee hatten wir selber schon, denn die Seifenblasmaschine ist ja schon da. Da kommt zwar eine Riesenmaschine und wenig Blasen kommen raus, da müssen wir dran arbeiten. Und wenn der ganze Saal eine einzelne Seifenblase ist, dann werden wir die zwei Möwen machen, aber nur wenn wieder die beiden Möwen da sind. Die kennt ihr ja vielleicht noch, da gibt ja welche immer, wenn zwei Möwen, zwei Möwen, da haben wir zwei Möwen hochgehalten und zwei Herzen, haben wir zwei Herzen hochgehalten. Das wäre natürlich mal eine Nummer, das hat man schon gehört. Also immer bei den Möwen kommen die Möwen hoch. Da freue ich mich drauf, das mache ich dann gerne. Da müssen alle mit ran natürlich, auch die Rodis müssen mit ran, weil wir müssen ja den Chor da machen. Ja. Das wird ja lustig. Was machen die ehemaligen Bandmitglieder, Gunther, Rosilus und Harry Jeske? Also Gunther ist ja schon seit ewigen Zeiten, seit Anfang der 80er Jahre, ist ja seit 79 nicht mehr bei uns gewesen. Er hat dann auch Rockhaus produziert, die uns ja abgelöst haben dann. Und ja, dann ist er nach dem Westen abgehauen, ist nicht mehr wiedergekommen und hat dann da Studio-Equipment eingebaut bei berühmten Leuten, die sich ein Studio haben gebaut oder Studios überhaupt ausgestattet von Empfang in Hamburg, die Firma. Und er hat sich dann selbstständig gemacht und wie ihm geht, es scheint ihm ganz gut zu gehen und alles ist im grünen Bereich. Und Harry lebt nach wie vor. Und Harry ist mit seiner philippinischen Frau auf einer Insel in der Südsee.